Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Heute fahren wir einen Containerstapler, 118.500 Pfund, von Bakersfield nach Oxnard. Ich habe jetzt gerade eben auch irgendwie Aufwiderschaden bekommen, deswegen verlassen wir am besten, so schnell es geht, diesen Ort. Wir wollen nicht unnötig viel Schaden bekommen. Ja, es ist scheinbar hier mehr Custom, mehr oder weniger. Die Baustelle. Oh. Wunderbar. Ah, sind 289 Meilen. Das geht prinzipiell auch bei gleich nur schnurgerade die Autobahn, beziehungsweise die Interstate hoch. Wir sind ziemlich breit, das habe ich nicht vergessen. Vor allem, dass hier weiterhin so enge Kurven sind. Das ist aber schon eine schöne Gegend. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt hier wohnen wollen würde, weil es allgemein sowieso zu warm für mich wäre, aber... Aber landschaftlich gesehen lässt sich das doch schon sehen. Und Tempomat an und jetzt cruisen wir Richtung Oxnard. Gut, aber wenn ich daran denke, dass heute der 21. ist und ich prinzipiell eigentlich noch für die nächste Woche vorproduzieren wollte, so dass ich quasi nur noch schnippeln und rendern muss. Das sind nur noch 2 Tage dann nehmen. Das ist wenig. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wenn der Uploadplan nicht eingehalten wird, über die Feiertage, über die Woche der Feiertage, wisst ihr warum, dann habe ich es nicht ganz geschafft. Gut, ich hätte es wahrscheinlich eher geschafft, aber ich hätte es wahrscheinlich schon schaffen können, allerdings, Da meine Priorität allerdings, wenn irgendwie ein Stream live geht, wo ich Moderator bin, weil ich dann dort bin, dadurch habe ich halt auch Zeit verloren, die ich ansonsten für Aufnahmen gehabt hätte. Weil ja doch viel Aktivität war. Zum Teil 4 Streams auf einmal. 45. Und weil es auch eher gegen Abend war. Oh, gleich geht's auf. Das ist ja auf dem Highway, ich weiß nicht. Freeway.
Wir haben das Spiel erst draufgelassen, wenn es ist manchmal, was manchmal ist eigentlich häufig, meistens was passiert, ist immer nervig. Kann natürlich auch sein, dass es ein Major Update gab für den KI-Code, aber. Schon ein bisschen krass, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich meine, die aktuellste oder so, wenn ich es richtig gesehen habe, ist irgendwas mit 1.36. Wobei, wenn man bedenkt, dass das Spiel ja von 2000. Wann war denn das jetzt nochmal? War es 2013? Ach nee, Quatsch. Ich bin jetzt BTS 2, ne, meint. Von 2016. Nee. War das jetzt 2016 oder 2018? Jetzt bin ich verwirrt. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber gut, prinzipiell ist der Code ja ähnlich noch von KI. Wie ETS 2. Allerdings. Moment, war das jetzt ETS 2? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche. Ich weiß jetzt die 1.36er Version war, ne, meint. Ich habe nichts gesagt. War schön hier am Felsen vorbei. Es muss Arbeit gewesen sein, die jetzt bauen. Lone Star und so weiter. Also der Lone Star ist ja jetzt auch mit drin im Original-Game. Das ist glaube ich doch 1.36. Von der ATS. Oder? Ich weiß nicht. Bevor ich was Falsches sage, sage ich einfach, ich weiß nicht. Den werden wir dann halt auch erst in der, so gesehen, in der neuen Seasons mehr oder weniger haben. Und in den neuen Seasons. Einfach. Ich muss nicht was vergessen. Einfach weil die halt noch nicht kompatibel sind mit der 1.3er Version. Ungefähr die Hälfte der Strecke haben wir geschafft. Es wird langsam Nacht. Wir sind auf alle Fälle komplett im Rahmen. Ich glaube, wir sollen ja um 8 Uhr dort sein. Okay, knapp 9 Uhr. Das schaffen wir dicke so viel Zeit, wo wir nicht auf, dass wir da nochmal so einen Fauxpas haben vom Halten. Beziehungsweise vom Zeitvorspulen. Das war echt belastend. Ich hätte echt gedacht, dass es ein PM ist und nicht ein. Also das ist ein 12 und nicht ein 24er Rhythmus ist. Zyklus. Keine Ahnung. Ich muss am besten mal zeichnen. Okay, da war Gras in dieser Strecke. Schön in den Sonnenuntergang fahren wir hinein. Oh, die Ohr des Sonnenuntergangs fährt mit uns hinein, je nachdem. Eieiei. Wie gesagt, jetzt noch roundabout 100 Meilen geradeaus. Bis wir dann Oxnard sind. Ich muss auch mal nicht abliefern. Oh, ach, oh. Wie komme ich denn auf Ox? Okay. Dann doch ein Oakland, nicht ein Oxnard. Nevermind. Der Anfang war zumindest schon mal richtig. Oakland. Also, kommen wir nach Oakland, nicht nach Oxnard. Nevermind. Ja, jetzt Oakland schon was. Okay.
ist, glaube ich, dann der Abladeort. Das dürfte mit dem Trader, mit dem Schwerlaster, mit dem Schwerlast-Trader dürfte das easy sein. Ich habe mittlerweile auch die Konsole angemacht. Ich glaube, die Konsole hatte ich mir noch gar nicht aktiviert gehabt. In American Truck Simulator. Voilà. Aber das haben wir jetzt auch vergessen. Wir haben nämlich 9000 für den Auftrag. Das heißt, dann sind wir bei knapp. Ja, sagen wir mal 78.000. Minus. Wir kommen in großen Schritten zum ersten Truck näher. Heißt, ich muss langsam mal wirklich gucken, welchen wir zuvor hatten. Oh, es geht doch gar nicht mehr am Minecraft aus. Das ist jetzt überraschend. Okay, wir haben nochmal eben kurz hier Freeways wechseln. Das heißt, wir fahren jetzt mal kurz ein Stückchen auf dem Highway. Ah, das kriegen wir doch hin. Oh Gott. Habe ich jetzt noch, bin ich jetzt auf dem, ich bin nicht im Nachtmodus, obwohl das ist sehr, jetzt habe ich gestern den Nachtmodus vergessen umzustellen, einzustellen. Hoppla, warum ist das nicht automatisch aus meinem Monitor, never mind, warum auch immer das nicht funktioniert, sondern gerade irgendwie so überbelichtet von den Außenquellen aus auf dem Monitor berichten. Deswegen musste ich gerade mich kurz ein bisschen in den Mund reinlegen. Aber ich sehe auch, warum kommen wir nicht. Eine Sache, die wir natürlich nicht wirklich ausspielen können, ist die, dass wir ab Dämmerung mit der Überbreite nicht fahren können dürfen. Aus dem Grund, weil die Dinger nicht ausgelegt sind, dafür die Aufträge nicht ausgelegt sind, dass man mit den Breiten sich da das Späßchen machen kann und das ausspielen kann. Aber das ist auch nicht wild. Ob wir freie Bahn haben oder ob nicht. Aber freie Bahn ist ein seltener Moment, den sollten wir genießen. Da war es auch nur noch so ungefähr 50 oder 40 Meilen auf dem Freeway, auf der Interstate. Ja, schon fast die übernächste Ausfahrt dran. Wo wir raus müssen. Wahrscheinlich ist hier links jetzt Oakland und. Ja, ich hab auch schon. Okay. Dann ist auch mal dort noch ein Stückchen bis dort hin. Ein bisschen mehr ist dann geradeaus.
Richtung San Francisco, auch wenn wir dort nicht hinfahren, aber wer weiß, vielleicht in der nächsten Fahrt. Wir werden sehen. Es ist ja immer wieder faszinierend, die unterschiedlichen. Wobei es sind auch unterschiedliche Monitoren, von daher ist es auch normal, aber interessant, dass eigentlich bisher nur der ViewSonic-Monitor Kontrast und Helligkeit verändern konnte. Wobei ich weiß gar nicht, ob es bei dem anderen geht. Ich weiß nur, dass es alles auf Full ist. So hell wie es geht. Sind das noch dunkel? Ich sollte nicht weiter rechts sein. Nicht zu sehr mittig. Das könnte böse enden. Und demnach böse für uns, weil wir die Strafe zahlen müssen. Lange keine Nachtfahrt mehr gehabt, ne? Lange nicht mehr. Wir sollten jetzt halt gleich. Oh Gott. Ist der Ausfall kommen? Sind das die Schilder von der Ausfahrt? Ne, das ist ein Gebäude, ne? Nee, ja doch. Nee, ja doch, ja. Ah, okay, das sind Silos oder Tanks, wie auch immer. So wirklich sehen, wobei sie einfach nicht wirklich. Ach ja, hier manchmal links abzubiegen, allgemein abzubiegen ist manchmal der Fahrrad. Können wir? Nee. So kommen wir da nicht rum, Kollege. Auch mal in Oakland. Also wohl tatsächlich der erste Aufwand gewesen sein, allgemein. Also nicht allgemein, sondern season-mäßig. Also sprich auch von 5, 5, 7, 2. Mal uns nicht rum. Scheiße. Das ist aber auch eng hier alles.
Die Ablagestelle ist perfekt. Hol da rum. Ein bisschen rum, okay. Wunderbar. Fast sogar perfekt. Dann wollen wir mal abladen und kassieren. Containerstapel von Bakersfield nach Oakland geliefert. Vor 90 Meilen war es denn doch. Eine Meile mehr. 6 Stunden 19 Minuten. Anstelle von 4 Stunden noch was, glaube ich. 61 Gelder verbraucht, 9407 Dollar bekommen und 576 Erfahrungspunkte. Und ja, mal schauen, wo uns nächste Folge gehen könnte. Werden wir dann sehen, ob es dann immer noch da ist. Könnte sein, dass wir Container-Chassis von Barstow nach Phoenix liefern. Ganze knapp 400 Meilen. Bekommen wir 15.000, das wäre natürlich schon nicht schlecht, ne? Aber das werden wir dann sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder oder im nächsten Video auf diesem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.